Pushel. Okay, also nochmal hallo, wir sind von der Südpol-Show. Dürfen wir du sagen? Sehr gerne, klar. Hallo, ich bin der Winnie. Hast du als Kind auch viel Zeit im Altenheim verbracht und bist dadurch auf das Burg-Senioren-Detektiv-Abenteuer mit Max gekommen? Nee, ich habe als Kind nicht so viel Zeit im Altenheim verbracht. Meine Großeltern waren auch nicht im Altenheim. Das haben wir uns wirklich einfach ausgedacht. Weißt du, wir hatten damals die Idee, dass wir haben uns den Max ausgedacht und es gab einen ersten Satz. Den hatte meine Frau, die Lisa, mit der ich zusammen das Buch geschrieben habe. Die hatte den im Kopf und der Satz lautete: Ich heiße Max, ich bin 9 Jahre alt und wohne im Altersheim. Der kam einfach so aus dem Nichts, weißt du, wie manchmal so Gedanken kommen. Und so hat die Geschichte angefangen. Wohl die wichtigste Frage: Wird es noch einen weiteren Film geben? Wir wünschen uns das natürlich sehr. Wir arbeiten auch schon am Drehbuch für Teil 2. Jetzt müssen wir erstmal den ersten Teil abwarten, wie der läuft. Aber ich glaube, alle hätten Lust. Ich werde auch immer wieder gefragt. Und wenn wir das Go bekommen würden, dann können wir hoffentlich schon nächstes Jahr den zweiten Teil drehen. Ja. Wie ist so die Stimmung auf einer Corona-verträglichen Premiere? Ja, du weißt, es ist schon ein bisschen blöd alles mit Corona, weil normalerweise kommen ja dann viel mehr Leute und man hat auch ein bisschen mehr so Menge und dann heißt auch ein bisschen mehr Spannung da und ein bisschen mehr Stimmung. Aber so geht's auch ganz gut, weißt du, weil wir treffen uns jetzt alle wieder, wir haben uns alle lange nicht gesehen, die Schauspieler und ich und auch viele Teammitglieder und wir machen das Beste draus, wir freuen uns, dass auch viele den Film jetzt schon gut finden und von daher machen wir das Beste draus und ich glaube, es wird trotzdem schön. Kannst du unsere Hörer von der Südpol-Show grüßen mit deinem Namen und deinem Beruf? Ja, hallo, ich bin der Winnie Oelzner. Ich bin der Regisseur von Max und die Wilde Sieben und ich grüße alle Hörer von der Südpol-Show und wünsche euch einen schönen Sommer. Danke für das Interview. Danke dir, Martin. Alles Gute. Viel Spaß.